Spätestens seit der Corona-Krise erleben wir eine Gelddruckorgie. Die Bilanzsumme der Fed hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die US-Notenbank druckt wie noch nie derzeit in den letzten Wochen. Das will ich Ihnen gleich zeigen. Und ist es da Zufall, dass der S&P 500 als Leitindex an der Wall Street ein neues Allzeithoch erreicht? Wohl nicht. Aber die Frage ist, wo sind die Grenzen dieser Gelddruckorgie? Und diese Frage hat heute Judy Shelton in einem CNBC-Interview gestellt. Judy Shelton sollte ja eigentlich in die Fed aufrücken, wurde dann aber vom US-Senat abgelehnt. Die war ein bisschen zu unkonventionell, wie es aussieht. Und sie stellt die Frage, ja, wo ist eigentlich die Grenze dieses Gelddruckens? Es gibt ja diese Modern Monetary Theory, die sagt, ist doch alles gut, der Staat kann unendlich Geld drucken, solange keine Inflation entsteht, ist alles gut. Aber da fragt eben Judy Shelton, ja, warum zahlen wir dann überhaupt noch Steuern, wenn dem so wäre? Und warum spielen an den Märkten dann überhaupt noch Unternehmensergebnisse, Quartalszahlen eine Rolle? Das wäre doch dann alles egal, wenn letztendlich das Gelddrucken alles in Liquidität ersäuft. Und ein bisschen ist es ja so, deswegen darf man gespannt sein, wie jetzt die Berichtssaison, die dann im Juli anfangen wird, in den USA, wie die ankommen wird, was da überhaupt an Bewegungen noch stattfindet. Wir sehen heute mal wieder dünnste Umsätze. Es ist wirklich jetzt nicht gerade, naja, wahnsinnig viel los an der Wall Street. Wir sehen den Dow Jones sehr stark. Der profitiert von Nike. Wir sehen Nasdaq etwas schwächer, weil die Renditen steigen, die Renditen für US-Staatsanleihen. Und wir sehen, dass die Kryptowährungen fallen. Das könnte man als Resümee des heutigen Tages vielleicht ziehen. Der DAX stagniert bei 15.600 Punkten, bewegt sich nicht weiter. Aber Judy Shelton sagt hier treffend, they don't want to do anything that upsets markets. Sie wollen nichts tun, was die Märkte irgendwie stören könnte. Und diese Märkte, die sind eben diesen Rückenwind gewohnt. Und die Fed hat die Märkte überzeugt, ja, das mit dem Tapering, das dauert noch, macht euch keine Sorgen, das wird alles noch lange dauern. Wir werden erstmal die Füße stillhalten. Tapering, ist da irgendwas schon am Horizont, zumindest aus den Aktionen der Fed, ist das noch nicht wirklich ablesbar. Schauen wir mal an, die Fed hat jetzt die größte Summe zu ihrer Bilanzsumme hinzugefügt in über einem Jahr, 200 Milliarden in den letzten 4 Wochen. Normalerweise kauft sie ja im Volumen von 120 Milliarden Dollar pro Monat US-Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities. Hier sehen wir, das ist jetzt der größte Anstieg der Bilanzsumme, den wir jetzt seit der Corona-Krise mehr oder weniger haben oder seit dem Hochpunkt der Corona-Krise haben. Warum tut sie das? Was ist da los? Was passiert da? Das ist die große Frage. Und wir sehen, natürlich ist es kein Zufall, dass hier der S&P 500 ein neues Allzeithoch erreicht. Wir sehen den S&P 500 hier blau und die Bilanzsumme der Fed, nee, andersrum, der S&P ist hier rot in diesem Chart und die Bilanzsumme der Fed ist blau. Wir sehen, dass hier also in den letzten 2 Wochen alleine 150 Milliarden die Bilanzsumme gestiegen ist, in den letzten 4 Wochen 200. Also in den letzten 2 Wochen ist einiges passiert. Was ist da passiert? Das ist die Frage, hängt das mit diesen Reverse Repos zusammen, also diesen Aktionen, wo die US-Notenbank Staatsanleihen an Banken gibt gegen Cash? Große Frage, jedenfalls natürlich kein Zufall, dass die Bilanz immer ein neues Allzeithoch erreicht und der S&P 500. Allerdings sind die Interna, der Breadth, die Marktbreite, sehr, sehr schwach, dazu gleich mehr. Und wem nützt das Ganze? Naja, vor allem denjenigen, die die Assets besitzen. Hier sehen wir mal die Distribution of Wealth. Die obersten 1% besitzen ja gut 51% der amerikanischen Aktien. Die untersten 50%, so muss es heißen, die besitzen ein halbes Prozent, 0,5%. Und dementsprechend könnte man vielleicht formulieren, ja, Kapitalismus für die unteren 50% der Gesellschaft und Sozialismus für die obersten 10, für das oberste Prozent. Das bringt es vielleicht auf den Punkt, was diese Gelddruckorgie faktisch macht. Das ist letztendlich eine Spaltung der Gesellschaft und ich kritisiere das eben deshalb, weil es eine Spaltung der Gesellschaft ist, weil letztendlich irgendwer dafür gerade stehen wird müssen, was da passiert. There is no free lunch. Wir sehen hier eine Verschlimmerung eigentlich der sozialen Unterschiede. Wir sehen, dass
letztendlich unsere Kinder wahrscheinlich noch darunter leiden werden, auch wenn das natürlich jetzt alles wunderschön ist, nicht? Klar, man rettet die Aktienmärkte, das hilft vielen Leuten, vor allem den Wohlhabenden. Aber wo soll das enden? Wo ist die Grenze? Wie kommen wir da wieder raus aus der Nummer? Oder wird dieses Rad ewig weitergedreht? Wir drucken einfach Geld, wir machen einfach weiter. Egal was passiert, das ist die Frage, die sich vielleicht jeder stellen muss. Ich finde es zumindest moralisch verwerflich, auch wenn viele sagen, interessiert mich nicht, ich mache hier Gewinne. Mit Long-Positionen ist ja völlig legitim, aber meine Aufgabe ist ja nicht hier über Positionen zu jubeln, sondern vielleicht das Wichtigste an den Märkten zusammenzufassen, mal so eine Gesamtschau zu geben, was passiert eigentlich in dieser Welt, in der Welt der Finanzmärkte, der Politik, der Wirtschaft, in dieser Kombination, das versuche ich in meinen Videos und dementsprechend dieser Tenor, den ich hier ansetze, wie gesagt, jeder hat das Recht hier in dieser Gelddruckorgie sein Vermögen zu vermehren, indem er eben Immobilien hat oder eben Aktien hat, so wie das in letzter Zeit gelaufen ist. Und vor allem problematisch, um nochmal auf diese Spaltung der Gesellschaft zurückzukommen. Wir sehen das jetzt in den letzten zwei Monaten, die Fed Mortgage-Backed Securities gekauft hat im Volumen von 162 Milliarden Dollar. Eigentlich will sie diese hypothekenbesicherten Anleihen, diese Mortgage-Backed Securities, nur im Volumen von 40 Milliarden kaufen pro Monat. Jetzt hat sie praktisch in den letzten zwei Monaten ja ungefähr das Doppelte dessen gekauft, was sie eigentlich kaufen wollte oder was sie eigentlich angekündigt hat zu kaufen. Warum tut man das angesichts eines Immobilienmarktes in den USA, das ist hier ähnlich, aber in den USA vielleicht sogar noch krasser, der ja total heiß gelaufen ist, wo die Preise massiv steigen, wo die Transaktionen schon zurückgehen, weil die Leute sich das schlichtweg nicht mehr leisten können oder das Angebot schlichtweg nicht da ist. Und wir sehen hier heute veröffentlichte Zahlen der University of Michigan, Verbraucherstimmung. Und hier haben so viele Menschen wie noch nie gesagt, es ist eine schlechte Zeit, ein Haus zu kaufen, eine Immobilie zu kaufen, eben weil es nicht mehr leistbar ist, weil es letztendlich der Normalbürger sich nicht mehr leisten kann, angesichts der inflationierten Assetpreise hier in irgendeiner Form diese Sicherheit zu erreichen, diesen Besitz zu erreichen. Und das verschärft eben die Ungleichheit und sorgt früher oder später für Wut. Wie geht es weiter mit dieser Fed-Bilanz? Hier sagte die Bank of America, ja, wir sind jetzt so bei 8,1 Billionen, wir dürften noch ansteigen auf 9 Billionen und dann dürfte es so langsam zurückgehen. So heißt es, wir dürften dann ungefähr bei 35% des BIPs, was die Bilanzsumme der Fed betrifft, landen. Das ist im Vergleich zu der EZB etwa noch geradezu, naja, bescheiden, brav. Da sind wir, glaube ich, bei 77% des BIPs der Eurozone, was die EZB betrifft. Die Amerikaner werden dann vielleicht 35% erreichen. Also, dass die Amerikaner hier nicht Weltmeister sind, das wird sie wahnsinnig ärgern. Aber dann dürfte die Bilanzsumme wieder zurückgehen, wenn sie denn jemals zurückgeht. Denn wir wollen ja schön unsere Wohlstandsillusion aufrechterhalten, nicht wahr? Wir sehen zwar, dass die Fettbilanz weiter steigt, aber sie steigt eben, was das Wachstum betrifft, immer langsamer. Klar, wenn ich aufsteige, je höher ein Niveau ist, umso schwieriger ist es dann prozentual zu wachsen. Aber wir sehen, das geht runter und vor allem sehen wir, dass der globale Kreditimpuls doch deutlich rückläufig ist, angeführt von China. Und die Frage ist, wie geht es da weiter? Dann zum Beispiel mit der Inflation, mit den Inflationserwartungen, mit dem Wirtschaftswachstum, wenn dieser Kreditimpuls jetzt schon negativ ist. Und wir sehen, er ist deutlich negativ, angeführt von China, wie gesagt. Aber es gibt auch andere Notenbanken in der Welt, die ihre Zinsen anheben. Brasilien etwa. Wir haben Tschechien gestern gesehen, interessanterweise, die Zinsen angehoben haben. Also es gibt so ein paar Ausreißer. Wenige, aber es gibt sie doch. Und dann hatten wir heute das wichtigste Datum, auf das die Märkte lange gewartet haben, kam so in der Erwartung rein, die PCE-Kernrate, Preisindex bei 3,4%, das war so erwartet worden. Der Anstieg zum Vormonat allerdings nur 0,5%, statt wie erwartet 0,6%. Die Märkte fanden das erstmal ganz schick, aber erstaunlicherweise steigen die US-Renditen heute. Hätte man anders erwarten können, dass wenn die Inflation nicht ganz so stark, zumindest zum Vormonat steigt, dass dann eigentlich die Renditen weiter fallen. Passiert aber nicht. Wir sehen, dass deswegen der Nasdaq heute ein bisschen schwächer ist, dagegen Value besser läuft als Growth heute. Ob und warum das Sinn hat, kann ich jetzt nicht wirklich entschlüsseln. Jedenfalls sehen wir hier nochmal die Fed Fund Futures
was die eigentlich einpreisen, wann die Zinsanhebungen sehen. Und da geht es, da spekuliert man, da wettet man darauf, dass im August 2023, also in gut 2 Jahren, der Leitzins so um und bei 0,55% sein wird, also nicht dramatisch. Wir werden uns wahrscheinlich keine wirklichen Zinssteigerungen mehr leisten können angesichts der Verschuldung. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Deswegen muss die Inflation im Griff gehalten werden, weil sonst ist die Notenbank gezwungen, die Zinsen anzuheben. Sie kann das nicht so weiterlaufen lassen. Und wenn wir abschließend nochmal zu den Märkten kommen, sehen wir, dass der S&P, wie gesagt, ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber weniger als 50% der Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das heißt, weniger als die Hälfte der Aktien, die in einem Index gehandelt werden, der ein neues Allzeithoch macht, sind in einem Aufwärtstrend, das muss man sich mal vorstellen. Also irgendwie stimmt da die Marktbreite nicht. Dieses Signal oder diese Werte gab es schon ein paar Mal in der Geschichte. Oft gab es dann Rücksetzer, manchmal gab es keine Rücksetzer, sicherlich kein Timing-Instrument, aber es zeigt, dass hier mit der Marktbreite etwas nicht stimmt. Das gilt für andere Indizes wie den Nasdaq auch. Ich weiß nicht, was uns das sagen soll, ob das eine Warnung ist, ob das halt so ist und die anderen werden dann nachziehen, weil eben die großen, die marktschweren Aktien das Ganze nach oben ziehen. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Jedenfalls scheint diese Gelddruckorgie erstmal weiterzugehen, sogar in beschleunigtem Tempo in den letzten Wochen. Finde ich erstaunlich angesichts der Taper-Diskussion, die Fed ja selber letztendlich jetzt angestoßen hat. Da kauft man jetzt plötzlich immer mehr. Warum tut man das? Was ist da los? Große Frage. Ich wünsche auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag und sage Servus und Ciao.